Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Urlaub auf Sendung. Ich bin Urlaub, das ist Hans Holt. Und ich bin zu Gast bei Hans Holt. So sieht's aus. Und zwar haben wir euch im vorletzten Video dazu aufgefordert, einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Und die werden wir jetzt beantworten. Wie viele Fragen wurden gestellt? Doch einige. Es wurden doch eine ganze Menge Fragen gestellt. Ich habe natürlich ein bisschen ausgewählt. Wir werden nicht jede beantworten. Und ich werde auch nicht sagen, wer welche Frage gestellt hat. Das war ein zu hoher bürokratischer Aufwand. Ich habe einfach ausgewählte Fragen nach Themen sortiert. Hervorragend. Wollen wir abwechselnd immer eine vorlesen? Ja, können wir gerne machen. Das ist ja hier wie in der Schule. Wer sind Sie und was machen Sie in meinem Bildschirm? Das ist eine gute Frage. Ich bin Urlaub und wir machen Urlaub auf Sendung. Hervorragend. Du bist dran. Warum tut ihr uns das jede Woche an? Damit ihr was zu sehen habt. Genau. Und um euch im Optimalfall noch was beizubringen. Ich würde mal einfach sagen, auf YouTube kommt immer nur Scheiße und wir versuchen mit anderer Scheiße voll gegenzuhalten, um das ein bisschen auszugleichen. Na ihr Wichser, guckt unseren Schrott. So, wo ist eigentlich Tristan? Gott sei Dank nicht hier. Wäre er da, wird er wahrscheinlich zwischen uns sitzen, aber er ist momentan zu Tisch. Was bedeutet nun Urlaub, beziehungsweise wie ist es entstanden? Die Frage kommt ganz, ganz oft, woher der Name Urlaub stammt. Und meine erste Vermutung war URLAG. Das ist natürlich falsch. Und die Vermutung, dass das der Urlag ist, also die Internetverzögerung des Todes, ist auch inkorrekt. Und zwar stammt es aus einer Zeit, da hat man noch LAN-Partys gefeiert mit fetten Röhrenmonitor in die Garage tragen. Und also das war die Zeit, wo das Internet auf 56 Kilobit begrenzt war. Tatsächlich bin ich aber fast schon zu jung, um das richtig mitgekriegt zu haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Habt ihr sowas gemacht? Ja, also ich bin noch die Generation, wahrscheinlich die letzte Generation, die so LAN-Partys gemacht hat. Ja. Also im großen Stil oder des Öfteren. Ja. Ich habe noch einen älteren Bruder. Grüße gehen raus. Und wenn die LAN-Party gemacht hatten, durften zum Teil die kleinen Brüder mit und war dort dabei. Genau. Und dann wurden sie wieder verhauen und ins Bett. Nee. Und mein Bruder hatte einen, man hat ja damals, wie man heute einen Usernamen hat, hatte man damals eben einen Namen, unter dem man gespielt hat. Ich meine, das Internet gab es ja auch schon, also brauchte ich einen Namen fürs Internet, ich brauchte einen Namen für die LAN-Party, ich brauchte meinen User, damals hat man gedacht, der Zockername, heute ist das der Username. So. Also habe ich überlegt, was mache ich? Mein Bruder nannte sich immer Tarjak. Das war irgendwas abgeleitet aus Unreal. Und ich wollte was so ähnlich klingt, um die Verbindung zu haben. Da ist ja mein Bruder, ich habe ja meistens mit ihm zusammengespielt. Und ich wollte aber auch was Eigenes haben und ich war oder bin schon immer sehr großer Herr der Ringe-Fan und fand immer die Uruk-hai am coolsten. Wer das nicht kennt, sollte unseren Herr der Ringe-Film gucken. Ja. Und vorher die drei richtigen oder die Bücher lesen. Die Uruk-hai, das sind für Isengard irgendwelche fetten Orks. Die Bösen, aber die coolen Bösen. Und ich habe damals auch die Bücher schon gelesen gehabt und da gibt es ja diverse, die haben einen Namen, da gibt es irgendwelche Ugluks und was weiß ich. Und das war die Mischung aus Uruk-hai, Ugluk, Tarjak, Urlaug. Ich hatte damals auch einen Zockernamen und zwar hieß ich H. Totenkopf und das hat sich daher abgeleitet. Ich habe ja viel Battlefield 1942 gespielt und da waren ja die Bot-Namen immer, hast du nicht gesehen, naja, einen x-beliebigen Nachnamen. Und ich dachte, naja, ich will nicht so wirken. Die Tarnung! Genau, aber es sollte schon ein bisschen doch eigenständig sein. Und den habe ich lange genommen, weil ich auch sehr viel Battlefield 2 dann du bist habe. Also H. Totenkopf. Ja, genau. So trifft man sich wieder. Also, Urlaub ist damals eine reine Erfindung gewesen, eine Wortneuschöpfung und hatte in dem Sinne keinen tieferen Sinn. Nun wurde ich diese Frage aber, was bedeutet Urlaub, nicht erst in jüngster Zeit gefragt, sondern wir machen das ja schon länger und die Frage kam immer öfter und irgendwann habe ich mich selber gefragt, was bedeutet Urlaub eigentlich?
Und da habe ich rausgekriegt, das Wort Urlak gibt es im Mongolischen, was dann in Lautsprache als Urlak geschrieben wird. Weil die haben ja bestimmt irgendwelche andere Schrift. Irgendwas zwischen Chinesisch und Kyrillisch. Zumindest gibt es das Wort Urlak im Mongolischen und da bedeutet das Kunst. Absolut zutreffend. Und dann... Das ist doch Kunst, was wir produzieren. Ja. Und dann gibt es das Wort Urlak aus dem Altgermanischen und da bedeutet es Schicksal oder Krieg. Ja, es ist echt... jetzt kommen wir der Sache schon näher, wie die Zusammenarbeit mit dir ist. Ein schicksalhafter Krieg. Also ist Urlak Entertainment das Schicksal der Kriegskunst unterhaltsam zu machen. Gut. Hätten wir das abgehakt. Hoffen wir mal, dass nicht jede Frage oder jede Beantwortung der Fragen so lange gedauert. Aber jetzt habt ihr es endlich mal gehört. Wehe, die Frage kommt nochmal irgendwo. Ja, das ist auch eine Frage, die öfters kommt. Bekommt man irgendwie Autogramme? Also ja, ihr braucht mir nur einen Check ausstellen und den zeichne ich euch dann gegen. Die Antwort von mir, weil ich das öfter gefragt werde, grundsätzlich nein. Autogramme geben berühmte Leute. Ich unterschreibe Scheiß, den ich unterschreiben muss. Ja, Tito. Was war dein allererster Film, auch abseits YouTube, den du gedreht hast? Mein allererster Film, das kann ich ganz genau sagen, das war Mafia in der Wiege des Todes. Oho, gibt's den irgendwie noch auf Festplatte? Also, ja, den Film gibt's natürlich noch, aber nicht auf YouTube. das war damals, wir waren, ich denke, 14, wenn es gut läuft. Wir haben Airsoft gespielt. Wir waren der Meinung, oh, wir müssen mal was Cooles machen. Und das war eine Zeit, da gab es also ganz frisch Digitalkameras, nenne ich es mal. Das waren Fotoapparate, die hatten, wenn sie gut waren, eine Filmfunktion, die nicht gut war. Die war ohne Ton, ohne nennenswerten Ton und hatte eine gruselige Qualität. Und mit sowas haben wir einen Film gedreht. Ihr habt nichts verpasst, wenn ihr den nie gesehen habt. Der wurde später nochmal neu verfilmt, auf VHS. Wow. Also mit Videokassettenkamera neu gefilmt und dann über die TV-Karte das auf dem Computer gespielt. Und, naja, wir machen das echt schon eine Weile. Okay, das sind drei Fragen zusammengefasst. Die habe ich mal, weil sie thematisch zusammenhängend sind. Frage, warum sehen wir nichts mehr vom Weltraumgeneral? Was macht eigentlich Mad Sex? Und wann kommt wieder eine Episode von unserem geliebten Uberspast? Der Weltraumgeneral und Mad Sex warten nämlich auch auf die nächste Folge Uberspast. Wir warten Fakt noch. Ist, es geht weiter. Ja, wir warten nur noch auf den nuklearen Holocaust und... Ja, ich warte noch auf bessere Drehorte. Aber ich kann schon mal spoilern, dieses Jahr nicht mehr, aber pass auf, am Ende kommt es dieses Jahr noch. Drei Folgen. Manchmal ist es komisch. Aber Uberspast-Fan sein heißt auch mal 4 Jahre warten müssen. Wie kam euer Hobby zustande? Wie kam unser Hobby zustande? Das ist jetzt die Frage, welches Hobby? Genau. Wie wir zum Filmdrehen gekommen sind, habe ich ja gerade schon angeschnitten. Nee, naja, indirekt. Du hast nie deine Motivation. Die schlechten Mittel für was Schlechtes waren da und wir haben gesagt, warum machen wir es nicht? Also haben wir es gemacht. Und dann will man natürlich mehr machen. Besser machen. Und hat... Wann hast du damit angefangen, was besser zu machen? Irgendwann werde ich damit anfangen, was besser zu machen. Nee, und hat natürlich... ja, irgendwie fand man es cool und hat weitergemacht und so weiter. Aber vielleicht ist mit unserem Hobby auch das Reenactment gemeint. Ja. Und da haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Geschichten dazu. Ich erzähle kurz meine. Wir haben erst Filme gedreht, haben angefangen, Kriegsfilme zu drehen und sind dadurch aufs Reenactment gekommen. Also wir haben zwei der Weltkriegsfilme gedreht. Wer unsere alten Kriegsfilme kennt, der weiß das noch. Irgendwelche NVA-Uniformen und 80er-Jahre-Russen-Uniformen für einen Zweiter Weltkriegsfilm. Wie man das früher halt so gemacht hat. Reenactment-Zeug gab es noch nicht von der Stange an jeder Ecke, so wie das heute ist. Das kam erst ein paar Jahre später und da habe ich dann so gesagt, naja, irgendwie... Die Uniformen sind halt schon mega scheiße. Das muss besser werden. Und dann hatte ich für mich selber zum Beispiel eine Wehrmachtskutte zusammengebaut und sowas. Und
wurde darüber dann damals von, wir können ihn doch mal nennen, Stefan, du wirst ihn vielleicht auch noch erwähnen. Ja. Grüße gehen raus an Stefan. Er hat uns damals aus unterschiedlichsten Ecken angeschrieben. Ich glaube, das holen wir ab, das Thema, wenn wir, ich glaube, da kommt noch eine Frage dazu. Und über Stefan bin ich reingekommen. Genau, also eigentlich fast auch, also über Stefan, ja, das war die erste Rian Eggman-Gruppe, der ich beigetreten bin. Grundsätzlich habe ich mich schon als kleines Kind, oder was heißt kleines Kind, als heranwachsendes Kind, Jugendlicher für den Zweiten Weltkrieg interessiert. Habe halt hier so Lanzerhefte gelesen, eben hier vor allen Dingen Deutsche Luftwaffe habe ich mir, also hier so Fachbücher, so zusammenfassende Fachbücher geholt, wo eben die ganzen Flugzeugtypen drin war, der Verlauf des Luftkrieges und so weiter. Und fand das Thema immer interessant und mein bester Freund, den ich schon seit Kinderkrippenzeiten kenne, der hat das denn mit normaler Wehrmachtsdarstellung angefangen, also auch so im Alter hier. So mit 14, 15 fing das so an, so einzelne Stücke zu kaufen. Ne? Und das fand ich immer cool, hatte selbst aber nicht so die Mittel, bevor ich berufstätig wurde. Und dann, als ich so mein erstes Geld verdient habe, dachte ich, Mensch, das mache ich auch. Das finde ich interessant. Ich wollte ja auch immer Soldat werden. Hab's ja dann auch geschafft. Und dachte mir, Mensch, mach mal sowas auch mal aus geschichtlichem Interesse. Und mein bester Kumpel damals ist in den Club Stefan eingetreten. Wir nennen ihn mal Club Stefan, das hat auch einen richtigen Namen. Werkkreis 9. Werkkreis 9 hieß die Gruppe damals. Genau. Gibt es, glaube ich, schon länger nicht mehr. Und in Großdeutschland. Aber das ist, wie gesagt, was wir da dargestellt haben und warum nicht mehr, ist irrelevant. Richtig. Tut nichts zur Sache. So bin ich zu den Hobby gekommen, Reenactment. Wir wollten ja nicht jede Frage so. Aber wir sind, also ich bin tatsächlich übers Filmdrehen ins Reenactment gerutscht, übers normale Leben ins Filmdrehen gerutscht. Also wir haben damals Airsoft gespielt, darüber ins Filmdrehen, das breit getreten bis zum geht nicht mehr und über das Filmdrehen in das Reenactment. Ja. Und von den zwei Sachen aus in alles andere. Ja, das kann man so sagen. Was war denn der schlimmste Filmdreh, den ihr je hattet? Sind wir uns da einig? Also, wir wollen nichts Böses sagen, aber ich möchte sagen, es war kein Urlaub-Entertainment. Richtig. Also man muss ja sagen, bei Urlaub gab es auch mal bessere und schlechtere Filmdrehs. Man muss das einmal unterscheiden zwischen: Es ist kalt und man hat keinen Bock, so richtig bestimmte Dinge zu machen oder eben lange zu warten und so weiter. Und oder der Filmdreh ist aufgrund des Drehbuchs oder sowas oder der anderen Darsteller sehr, sehr schleppend. Also zum Beispiel Alkohol am Set ist nie gut. Also da kann ich auch Urlaub Entertainment Drehs, könnte ich als Beispiel nennen, was ich jetzt nicht mache. Alkohol am Set, betrunkene Schauspieler. Das macht keinen Spaß, da leiden alle drunter. Nicht nur der es alles zusammenhalten muss, sondern man ist ja doch ein Team und darauf angewiesen, dass alle Leute möglichst gute Laune haben, weiter mitzumachen. Mhm. Und wenn dann von Einzelpersonen so ein bisschen Stress ausgeht, auch wenn es nicht böse gemeint ist. So diese Klaus Kinski-Sparte. Bloß nicht böse in bösartiger Weise. Wie Klaus Kinski, aber betrunken. aber man muss auch sagen, es war nicht, hinterher auch genauso gut im Film wie Klaus Kinski. Das ist richtig. In dem speziellen Beispiel muss man sagen, das Ergebnis ist perfekt geworden. Ja. Gerade deshalb vielleicht auch. Aber ja, aber es war beim Dreh anstrengend. Ja, aber eben, wo ich sagen muss, was keinen Spaß gemacht hat, war tatsächlich One Battle in Normandy von ich PLW. Ich denke, da sind wir uns sehr einig, genau. Weil das war... Oder mal groß ausholen, PLW ist ja eine super Truppe an sich, die auch gut organisiert sind oder die zumindest wissen, wie man Filme dreht. Grüße gehen raus an PLW. Genau. Alle. Also die wissen ja, wie man Filme dreht, ne? Aber manchmal ist so, das sind halt so drei Hauptakteure oder sage ich mal zwei Hauptakteure. Einmal hier Jonathan Williams und Ludwig. Ne? Und das sind halt beides keine dominanten Menschen, also das macht sie angenehm, dass die nicht hier sagen, sondern die drehen halt einfach. Aber manchmal, wenn beide überhaupt keine dominante Ader haben, dass die sagen, das machen wir jetzt, dann ist das halt schwierig, weil keiner einen Plan hat. Dort fehlt tatsächlich, vielleicht
Ein Regisseur, ein klassischer Regisseur. Es fehlt jemand, der das Zepter in die Hand nimmt und einfach dann auch mal was anweist. Ja, genau. Und wenn das Problem, dort hat man es gemerkt, wenn man Leute bittet, kannst du mal bitte das und das machen, und dann geht der einfach und kümmert sich nicht drum, dann macht es halt keiner. Mhm. Oder Aufgaben noch hin und her schiebt, und dann entstehen für alle anderen extrem lange Wartezeiten, keiner weiß, was los ist, drehen die jetzt schon, machen die jetzt schon was, alle stehen in der prallen Sonne rum und dämmeln von einem Fuß auf den anderen. Sowas ist dann, wenn man da wirklich mit einer anderen Gruppe dort rumsteht und denkt, in der Zeit könnte ich einen eigenen Film drehen mit den Leuten hier. Ich sag nur, im Auge des Falken, seht ihn euch an. Das ist auch während des PMW-Drehs parallel dazu entstanden. Genau. Also, man kann trotzdem nicht sagen, dass es irgendwie das Allerschlimmste aller Zeiten war. Ich habe auch schon bei anderen Filmprojekten, bei größeren mitgemacht, wo auch, die zum Teil auch katastrophal waren, wo der Start früh um 8 angesetzt war und dann kommt Regisseur und Kamerateam irgendwann um 10 angedreht, weil sie erstmal ausschlafen mussten. Und ich stehe dort mit aufgebautem Set da und denke mir, was ist los hier? Wollt ihr abends feiern und dann frühs auspennen, oder wollt ihr einen scheiß Film drehen? Und das ist dann eben ärgerlich, wenn man dann irgendwo mitmacht, voll dahinter klemmt den Leuten, deren Film das ist, das egal ist. Richtig, das ist es halt. Und wenn man so überlegt, das One Battle in Normandy war auch halt einfach so ziemlich alles spontan. Es gab eine Grundidee, irgendwas mit Kriegsberichterstatter. Da muss ich auch wieder sagen, hätten sie mich einfach gefragt. da kann ich so viele Fehler benennen. Ich weiß nicht. Das finde ich schade. Also ich hoffe, ist es euch nicht aufgefallen, aber ich, der sich ja damit beschäftigt, mit Kameras und Propagandakompanie und so weiter, war das eigentlich ein Graus. Und ich habe es denen auch vorher erklärt, wie das sein muss. Aber da gab es dann schon gar kein Zurück mehr, weil die sich einfach irgendwas geholt haben. Und jedenfalls alle spontan. Und was halt spontan ist, das ist halt meistens nicht gut. Also, oder nicht so gut, wie es sein könnte, wenn es vorher geplant ist. Gut, die Frage betrachten wir mal als beantwortet. Wie kam der Kontakt zu PLW? Ah, das ist eine gute Frage. Die wird mir doch auch öfters gestellt. Ich habe tatsächlich extra geguckt und mir Notizen gemacht. Und zwar hat mich Ludwig das erste Mal 2016 über Facebook angeschrieben. Und da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann später auch, wo wir uns dann mal getroffen hatten oder so, höre ich das dann doch immer mal. Die einzelnen Mitglieder von PLW, also ich weiß jetzt nicht bei allen, ich weiß ja, Ludwig und Tristan hängen irgendwie zusammen und Adrian kommt ja nochmal aus einer anderen Ecke. Ich glaube, Johnny kannte mich vorher nicht so, aber Ludwig und Tristan haben auf jeden Fall früher schon weitaus eher unsere Filme geguckt. Adrian war schon früher großer Oberspast-Fan und hat auch alles geguckt von uns. Und so wie ich es verstanden habe, waren die auch sehr von uns inspiriert und sind dadurch auch zum Teil in das Thema reingekommen. Und er hat mich 2016 angeschrieben und sozusagen die erste Anfrage geschickt, ob man nicht mal was zusammen machen will. Und wie ich seit jeher immer so war, ich habe über die Jahre viele, viele, viele Anfragen gekriegt und die meisten waren halt Müll. Und da war ich dann immer sehr abweisend gegenüber solchen Sachen und habe das immer so ein bisschen abgeblockt. Die hatten damals auch schon was gedreht. Ich weiß nicht, hier Breslau oder sowas gab es schon, oder Kurland 44 und solche Filme. Die sind ja auch die frühen PLW-Werke, sind ja technisch schon sehr gut, von der Authentizität her kann man sich drüber streiten, aber es sind halt frühe Werke, nenne ich es mal, dafür sind sie sehr gut gewesen, und das habe ich mir natürlich angeguckt oder habe gesagt, ja, ich gucke es mir mal an und habe es mir dann ein paar Monate später mal angeguckt und fand es aber dann ganz cool und habe gesagt, na klar, da müssen wir mal was machen mit eurer Technik, weitaus besser als bei uns, keine Frage, das dann in Kombination mit unserem Know-how und unserer Ausstattung könnte was Gutes draus werden. Dann hat es aber tatsächlich noch gedauert bis 2018, und da haben wir Verstaubt sind die Gesichter Folge 6 zusammengedreht. Stimmt. Bei uns hier. Im Totenwald von Nausigow. Im Winter. Mhm. Und das merkt man. Ich denke, gerade die Experten
ich muss ja sagen, jetzt hier von irgendwie militärischen Verhalten und so, ich habe da auch keine Ahnung. Ich weiß, wie was aussehen muss, wie die Uniform aussehen müssen, die Ausrüstung, aber alles andere ist dein Metier. Genau. Und da hat es enorme Sprünge gemacht, denke ich, an der Stelle. Ich denke auch. Und ich sag mal, das ist immer schwierig, jemand, der nicht gedient hat oder vielleicht auch nur auf einem gewissen Level, also auf Mannschaftsdienstgrad gedient hat, die wissen meistens nicht, was alles dahinter ist. Also es gibt einige, zum Beispiel in Redenkland, die haben Bundeswehrhintergrund und denken, ich habe es in der Bundeswehr so gemacht, das hat man damals auch so gemacht. Aber das stimmt ja nicht. Man muss sich mal einfach, gutes Beispiel sind Lehrfilme, sind auch authentisches Kriegs- oder hier Berichterstattermaterial und vor allen Dingen Vorschriften. Also Vorschriften sind keine Bibel, aber man kann schon mal draus lesen, was erstmal die Grundlage eines jeden Soldaten war, weil es wurde immer aus der Vorschrift ausgebildet und aus dieser Grundlage wurde entsprechend abgewandelt. Und das muss man einfach irgendwo sich ein Stück aneignen mit einem gewissen Hintergrund, also am besten einem militärischen Hintergrund, und dann kann man auch in meinen Augen die authentischsten Ableitungen daraus ziehen. Und solche Leute sind natürlich rar gesät, die einerseits in der Bundeswehr schon mit Vorschriften gearbeitet haben und jetzt sich wirklich in Wehrmachtsvorschriften einlesen. Und das macht aber, zumindest aus meiner Sicht, denn einen ganz guten, akkuraten Film aus. Was zum Beispiel bei Jonathan, der schreibt ja die Drehbücher, finde ich richtig gut, ist die Stimmung, die er mit den Dialogen rüberbringen kann. Also dieses Flapsige, was man zum Beispiel aus Stalingrad kennt, oder hier so diese Seitenwitze aus Hunde wollt ihr ewig leben oder 0815, ne? Und, oder diesen ganzen Heftchen, ne? Das transportiert er immer ganz gut rüber. Und wenn das denn noch stimmt mit dieser militärischen Authentizität, dann sind das Filme, die ihresgleichen suchen. Und so kam der Kontakt mit PLW zustande. Genau. Und die PLW-Filme wurden immer besser. Kann man bei euren Filmen auch mal mitspielen? Wie kriege ich Kontakt zu euch? Ihr seht uns gerade. Da unter Video ist der Kontakt zu uns. Richtig. Ansonsten gibt es bestimmt diverse andere Kanäle. Ich bin auf Instagram unterwegs unter dem Namen Orlak Entertainments. Dort kann man mich ganz direkt anschreiben und da antworte ich im Regelfall auch. Ja. Kann man bei uns mitspielen? Na klar. Aber ich muss aber sagen, bei uns läuft halt ein bisschen anders. Richtig, also die Planung ist halt, macht man so nebenbei und irgendwann ist der Tag, wo man ganz spontan sagt, Film drehen. Ja, 3 Tage vorher, dieses Wochenende wird gedreht, das ist immer relativ spontan und dann geht's hintereinander weg. Dann genau. Wird an einem Tag im Film durchgeballert. Aber momentan verschwenden wir die Zeit hier mit solchen Formaten. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, hier kommt jede Woche eine Folge raus. Die muss natürlich auch irgendwann produziert werden. Und wenn die dann wie diese Folge hier wahrscheinlich dann wieder fast eine Stunde geht, wer will denn sowas sehen? Passt gleich die Frage. Wann, wo, wie kam die Idee für Orlak auf Sendung? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wann, wo, wie kam die Idee für Orlak auf Sendung? Schon länger mit der Idee gespielt, etwas inhaltlich Lehrreiches über Militaria bei YouTube zu bringen. Genau. Dann kam der Kontakt mit PLW und die haben ja diesen PLW-Review-Kanal, wo wir auch in diversen Sachen aufgetreten sind und dort sowas gemacht haben. Wobei mich, oder ich sag mal so, wir wohnen halt nun mal nicht dort, wo die PLW-Leute wohnen. Und gerade diese Review-Sachen, das sind für die spontane Sachen. Also die fahren ja nicht wegen Hähnfurz. Das ist echt, was wir dort gemacht haben, haben wir immer dann, wir haben einen Film gedreht und dann haben wir abends losgedreht noch 2 Reviews und sowas. Genau, haben wir schnell noch was gemacht. Und dadurch kommt natürlich auch keine Professionalität rein, die ich mir gerne mehr gewünscht. Also das hat ja alles ganz gut angefangen und ich hätte mir jetzt noch mehr gewünscht. Das heißt, dass unterschiedliche Kamerawinkel, vielleicht auch etwas nachvertonen und sowas. Dafür ist aber in der Regel keine Zeit, wenn man nicht extra einen Filmdreh für ein Review macht. Und dann ist bei PLW natürlich die Frage, die wohnen alle in unterschiedlichen Richtungen, lohnt es sich, wegen so etwas zusammenzukommen? Das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Und deswegen haben wir gesagt, führen wir eigentlich dieses Thema. Ja, und wir haben lange überlegt, wie wir es machen, ob man irgendwie einen extra Kanal macht und so, und das war aber Quatsch. Ich wollte ein Format haben, wo ich sage, wo man auch mal was anderes machen kann, wo man ganz frei ist in der Themenwahl. Und dann kam mir mal hier über Nacht, ich weiß nicht, oder nach dem Indiana Jones Dreh haben wir dann die erste Folge, weil wir zufällig irgendwas hatten.
hatten wir gerade ein Paket und habe gesagt, los, wir drehen das jetzt einfach. Und dann habe ich mir... War das in Kisten gewesen? Ja, in Kisten. Und dann habe ich mir kurz einen Titel aus dem Finger gezogen und dann war es halt Urlaub auf Sendung. Und der Titel ist doch gut, weil man unter dieser Prämisse alles machen kann. Sämtlichen Schrott. Sämtlichen Schrott in eure Fresse schmeißen und dann könnt ihr es inhalieren. Wann kommt mal wieder ein WH-Kurzfilm? Mit WH ist übrigens nicht Wilhelm Hess gemeint, sondern Wehrmacht Herr. Richtig. Was Blödsinn ist. Wann kommt mal wieder ein Zweiter Weltkriegskurzfilm, würde ich die Frage umdeuten. Tatsächlich kann ich nicht sagen, wann. Also ich das kann ganz spontan mal passieren. Kann spontan passieren. Ich habe da zwar Ideen, aber die würde ich gerne in einem moderneren Szenario reinstecken. Das Thema hatten wir letztens erst, ja. Ich will da eigentlich gar nicht spoilern. Also lasse euch überraschen, falls was kommt. Ich denke, das nächste, was tatsächlich in absehbarer Zeit kommen könnte, ich denke, die Frage kommt nochmal, ist die nächste Frage. Die lese ich kurz vor. Wie weit ist der Drehfortschritt des Indiana Jones Fanfilms? Das wäre nämlich wahrscheinlich der nächste Film, den ich als Zweiter Weltkriegskurzfilm ansehen würde, weil der spielt natürlich in der Zeit und auch zum Teil in Deutschland. Mhm. Wie weit ist der Drehfortschritt? Was hatte ich gesagt? Wir sind nur bei 60%. Wir haben jetzt eine Weile nichts gemacht, weil es war Winterpause, es war draußen sehr kalt. Wir brauchen Fahrzeuge für die nächsten Sachen und die waren jetzt über den Winter natürlich abgemeldet und jetzt so langsam kann man wieder drüber nachdenken. Vielleicht spielen da aber auch noch andere Faktoren rein. Aber ich denke, der wird dieses Jahr noch fertig werden. Ich hoffe es. Hoffen wir mal. Wäre schade drum, wenn nicht. Der wird cool. Es wird mal was anderes. Die Story ist toll und auch eigentlich bisher die Umsetzung ist eigentlich absolut toll. Top. Wir haben uns, denke ich, diesmal ein bisschen mehr Mühe gegeben als sonst. Tatsächlich ja. Also, wenn du nicht übelste Scheiße im Schnitt machst und in Color Grading und so, dann könnte das echt... Ich hab's vor. Das technisch auf PLW-Niveau sein. Ich denke nicht. Ich auch nicht. Was hat der Globus aus den Thumbnails getan, dass er Folge 12 nicht mehr drauf durfte? Die Thumbnails für Olag auf Sendung haben bis Folge 12 so einen kleinen Fernseher gehabt und daneben stand noch ein Globus. Und dann habe ich mir gedacht, die Thumbnails sind scheiße, weil das Vorschaubild zu klein ist. Und dann habe ich einen anderen Fernseher genommen und um den Fernseher ist nichts mehr rundherum. Deshalb ist der Globus weg. Es ist auch ein anderer Fernseher. Jetzt ist das Thumbnail größer und jetzt gefällt es mir viel besser. Mal gucken, das wird sich auch mal wieder ändern. Welcher Film aus deiner eigenen Produktion gefällt dir am besten und welcher gefällt dir am wenigsten? Puh. Gesichter des Krieges, bester Film. Ja, wollte ich auch sagen. Gefolgt von Immer weiter. Die sind beide tatsächlich gut. Was immer noch so ein Langzeitfavorit von mir ist, ist der Hans mit dem Schrotgewehr-Trailer. Ja, der ist gut. Da gibt es ja den alten und da gibt es den neuen. Und der neue ist nochmal, der hat sich auch in der Qualität sehr gut gehalten. Den haben wir damals schon gut produziert und das Ding ist einfach cool. Ja. Immer weiter möchte ich meinen, ist unser bester Kriegsfilm. Ja. So von den kurzen Sachen. Ansonsten überspast in voller Lauflänge. Alle. Folge 1 bis zum Schluss. Abendfüllendes Programm. Jackson. Mercer Jackson, das ist der Typ. Ich denke, Platz 1 teilen sich bei mir Hans mit dem Schrotgewehr, der 2012 Trailer und Gesichter des Krieges. Also mein Favorit ist Gesichter des Krieges. Welcher Film gefällt mir am wenigsten? Nein, eigentlich. Der nicht fertig geworden ist. Ich muss jetzt kurz überlegen, aber ich kann es beantworten. Mein Film Mad Max The Wasteland. Wir haben 3 Drehblöcke gedreht, aufwendig, und dann nicht weitergemacht. Warum nicht? Weil die folgenden Drehblöcke so viel Aufwand gewesen wären, dass ich gesagt habe, nee, das ist too much. War das das mit dem Capri über die Klippe? Nee. Wir haben schon Verfolgungsjagd gedreht und so und richtig mit Autoaufwand, nenne ich es mal, einige Sachen gemacht und ich war dann aber mit dem Material nicht richtig zufrieden und mir war es dann zu viel Aufwand, das weiterzumachen. Wir hatten dort Spaß da, das zu drehen, das war cool, aber
dieser Film ist nicht fertig geworden, deshalb gefällt er mir am wenigsten. Weil das ist natürlich das, was einen irgendwo dann ärgert, auch wenn man sich selber dazu entscheidet, das nicht weiterzumachen. Es ist eben nicht fertig geworden. Also es ist scheiße. Ihr kriegt es nie zu sehen, wenn ich nicht irgendwie mal einen Trailer draus schneide oder sowas. Ich denke, was noch einer der besten ist, ist Clip Clap, Creepy Creep Clap Clip. Adrian wird mir zustimmen. Mhm. Gut, die Frage ist durch, denke ich. Ja. Hier, was ich auch schön fand, weil es gerade einfach der Vollzähligkeit halber, dort diese Urlaub-Weihnachtsfolge, die so vielschichtig war, der Traum vom Traum von Traum, die war auch gut. Oberspaß, meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Urlaub. Naja. Ist dasselbe. So, eine lange Frage, die letzte. Wie habt ihr mit dem Filmehobby angefangen und wie hat sich das mit der Zeit entwickelt? Die Urlaubfilme wurden ja mit den Jahren immer professioneller. Als Laie finde ich es interessant, mal zu erfahren, wie so eine Entwicklung vonstatten geht. Und wie bewusst ihr euch selbst über die steigende Qualität der eigenen Filme wart. Vieles davon haben wir tatsächlich schon gesagt. Wie haben wir mit dem Filmehobby angefangen, habe ich am Anfang schon gesagt. Einfach gemacht. Einfach gemacht. Dich habe ich dann mit reingezogen irgendwann. Genau. Ich hab die eine Schauspielerin einer seiner Filme geheiratet. Wie das Leben halt so läuft. wir haben damit angefangen, wir wollten es einfach machen und haben es gemacht. Ja. Was hält uns ab? wie hat sich das mit der Zeit entwickelt? Das haben wir sicherlich schon beantwortet. Ja, in irgendeiner Form. Ich würde mal noch mal kurz zusammenfassen. Technik hat sich weiterentwickelt, es wurde auch immer einfacher. Und B, es waren immer Leute dabei, die Bock gehabt haben. Das stimmt, die Leute, ich hatte eine gute Gruppe an Leuten, die einfach Bock drauf hatten. Ja. Die Lust drauf hatten. Und das ist natürlich gut. Die Filme wurden immer professioneller. Als Laie fände ich es mal interessant zu erfahren, wie so eine Entwicklung vonstatten geht. Das haben wir auch schon mal angeschnitten. Man macht natürlich was und denkt sich dann, wenn man sieht, ja Mensch, das und das hätte man besser machen können, das hätte ich gerne besser. Und beim nächsten Mal versucht man es einfach besser zu machen. Irgendwann kauft man sich mal eine bessere Kamera und versucht damit irgendwie ein besseres Ergebnis zu erzielen. Der eigene Anspruch wächst ja schon mit dem, was man macht. Bei mir vielleicht nicht ins Unermessliche, aber es ist ja da und anscheinend fällt es auch anderen Leuten auf, dass es so ist. Wie bewusst waren wir uns selbst über die steigende Qualität? Man merkt es ja selber. Man ist grundsätzlich, glaube ich, nie wirklich zufrieden mit dem, was man macht. Ich sowieso nicht bei dir. Nee, ja, aber man sieht ja immer wieder Sachen, Mensch, da scheiße hier und hätten wir dort einfach mal das noch gemacht oder dies und das und jenes. Aber hinterher sind wir immer schlauer und beim Machen muss es manchmal auch einfach schnell gehen und... Also man muss ja eins sagen, du oder wir als Filmteam sind unheimlich effizient beim Filmdrehen. Im Vergleich. Gut, da haben wir den ersten Zettel abgearbeitet, das waren alle Fragen zum Thema Film. Schön. Mehr oder weniger. Jetzt geht's weiter mit... Irgendwas mit altem Zeug und so weiter. Altes Zeug. Soll ich anfangen? Ich weiß nicht, wer war zuletzt? Genau, ist egal. Wie kamst du dazu, dich mit altem Müll zu beschäftigen? Ich hab's ja schon gesagt, immer militärisches Interesse gehabt seit meiner späten Kindheit. Und bester Freund hat damit angefangen und man steigert sich da so rein. Ich würde das so unterschreiben mit man steigert sich so rein. Also tatsächlich habe ich, ja, man muss sagen, bei uns sind vielleicht die Umstände ein bisschen... Wir wohnen ja hier im Osten, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ne? Wir wohnen im Osten und hier sind die Umstände vielleicht anders als im Westen. Also ich kann zum Beispiel sagen, wie es bei uns angefangen hat mit den Kriegsfilmen. Wir haben den ersten Kriegsfilm erst gedreht, da war ich im Urlaub mit meinen Eltern irgendwo hier in Brandenburg und da war ein Stückchen weiter von da, wo wir Urlaub gemacht hatten, eine alte Russenkaserne. Stand alles leer, war alles offen und ich bin mit dem Klapprad dorthin, hab dort durchgerüffelt und da lag der ganze Dachboden voll mit 80er Jahre Russenlumpen. Und da habe ich mir damals dann ein paar Sachen rausgesucht und ja, da habe ich den dreckigen Müll angeschleppt, das war scheiße. Und durfte es aber mitnehmen und
Und ich weiß, dass ich vorher auch schon so ein bisschen NVA-Zeug hatte und sowas und immer mal vom Sperrmüll irgendwo was mitgenommen und sowas. Und dann hat sich da alles immer so weiter reingesteigert und jetzt guckt mich an. Ja. Nee, und jetzt ist alles voll mit altem Gelumpe und gerade über die Filme, über das Reenactment geht man immer weiter rein und das Thema fängt an irgendwie zu sammeln und so weiter. Also, so. Genau. Achso, und bei mir noch war es gewesen, also ja, ich bin ja, darf man das sagen, über 30 Jahre alt. Und als ich Kind war, lebten noch sehr viele Veteranen. Und ich war immer einer, der sehr wissbegierig war, also auch frei gefragt hat immer. Und fand das damals interessant. Damals konnte man ja gar nicht einschätzen, was ist Zweiter Weltkrieg oder sowas. Man hat gehört, ja, der war im Krieg. Ne? Man hatte noch gar keine Ahnung, was dieser Krieg überhaupt war, aber ich fand es halt interessant, danach zu fragen. Ne? Und ja, so viel nochmal zu dem Thema. So, nächste Frage. Riechst du auch so, wie deine Klamotten aussehen? Ja. Ja. ich kann es tatsächlich selbst nicht beurteilen. Du riechst ganz normal. Also hier, ich bin eigentlich geruchsneutral. Ja, würde ich auch sagen. Also die Sachen riechen halt leicht nach Waschmittel. Also leicht nach, wenn man... Nach Waschmittel? Naja, hier so oder nach... Ja, das ist so, weil alte Lumpen waschen ist ein aufwendiger Prozess, der sehr, sehr viel Waschmittel beinhaltet, aber keine Waschmaschine. Höre ich auch privat Musik und schaue Filme aus der Zeit um 1930? Musik ja, Filme eher nicht so tatsächlich. Also ich habe mir mal schon mal ein, zwei angeguckt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich aktiv mir solche Filme angucke. Wie ist bei dir? Nee. also ja, ich hier rein interessenshalber höre ich mir mal auch Musik an. Ne? Also wir haben ja auch in unserer Gruppe einen Akkordeonspieler gehabt und das ist natürlich was Unvergleichbares, mit einem Akkordeon am Lagerfeuer zu sitzen und dazu Lieder zu singen. Ne? Und ich finde den Klang und die Melodie der damaligen Lieder auch sehr schön. Da hat man sehr schöne Lieder hervorgebracht. Alte Filme finde ich ganz ehrlich schlecht. Filmtechnisch schlecht. Von der Umsetzung meistens auch schlecht, einfach weil es damals, das war alles neu und alle haben sich ausprobiert und keiner wusste, wie ein guter Film aussieht. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Das ist tatsächlich wahr. Und ich habe jetzt zum Beispiel, was man natürlich gucken kann, ist hier mit Heinz Rühmann hier... Die Feuerzangenbowle. Die Feuerzangenbowle. Ist halt so ein scheiß Zuckerhut, den man... Ja. Die Feuerzangen. Ihr wisst alle, wie Feuerzangenbowle ist. Wird ja dort gezeigt. Zum Thema Musik kann ich noch sagen, ich habe einen Plattenspieler, der sieht aus wie ein Grammophon. Das ist ein Retro-Gerät aus den 60ern oder 70ern. Ich habe auch ein echtes Grammophon, aber ein Grammophon spielt nur ein Lied. Da hat man nicht viel Freude dran. Für den Plattenspieler gibt es aber diese Plattensammlung. Ich zeige dir jetzt mal so ganz grob. Das heißt, das war ein Schlager 1940. Das gibt es für jedes Jahr so ziemlich aus der Zeit. Und das sind super Sammlungen, die gehen halt auch eine Weile. So eine Plattenseite läuft, glaube ich, so eine halbe Stunde, plus minus. Und das habe ich manchmal auf dem Plattenspieler laufen. Wenn ich allerdings keine Lust habe, den Plattenspieler zu bedienen... Schaltet er das Radio an. Dann schalte ich das Radio an. Ich habe die ganzen Platten mal digitalisiert. Man kann natürlich auch von YouTube oder so sich solche Blöcke mit Musik ziehen. Und dann spielt man die per MP3 über seinen... umgebastelten Fake-Volksempfänger ab. Ist einfach so ein Würfel drin und eine Powerbank und dann dudelt das Ding 3 Wochen durch. So schaut's aus. Rasierst du dich auch auf alte Weise mit Hobel und Rasierklinge? Ich nicht, aber er. Ja, aber auch nur auf Events. Also hier für den Alltag. Ich rasiere mich ja, außer am Wochenende, rasiere ich mich ja täglich. Und dann nehme ich dann einen Rasierer. Auch. Also ich habe es bei dir schon gesehen, ich habe Fotos von dir, wo du dich wirklich mit altem Rasierzeug rasierst. Du kannst es zumindest. Ich kann es zumindest. Ist aber einfach aufwendiger als damals. Man muss halt alles ordentlich einschäumen, einweichen, die Bart stoppeln und dann ist so eine Klinge ist natürlich nicht so schön über die Haut zu ziehen wie halt 5 Klingen. Aber ich kann zu dem Thema grundsätzlich nichts sagen, weil ich habe keinen Bartwuchs. Zu dem. trägst du auch in der Öffentlichkeit historische Kleidung und benutzt historische Gegenstände? Mach ich das? Ja. Ja, also
Also das zieht er nicht nur hier für, also er zieht sich nicht um für Ulak auf Sendung. Nee, benutze ich historische Gegenstände? Ich denke schon. Diverse. Ich meine, also eigentlich wir sitzen nicht an einem Filmset, wir sitzen in meiner Wohnung. Und wenn ihr da immer mal was gesehen habt, ja. Wie reagieren verschiedene Leute im Alltag auf diesen alten und klassischen Kleidungsstil und was sagen sie dazu? Interessant wären auch die verschiedenen Personengruppen. Wie, in Klammern, unterschiedlich reagieren zum Beispiel Kinder, Jugendliche, normale Erwachsene oder ältere Menschen darauf? Ich denke, viele reagieren gar nicht, weiß warum auch. Es gibt aber Leute, die gaffen extrem. Es gibt Leute, die Fotos machen, was eigentlich nicht sein muss. Vielleicht, weil sie dich von YouTube kennen. Es gibt Leute, die fragen, ob sie ein Foto machen dürfen. Das ist wieder was anderes. Aber wer dann einfach nur so Fotos macht, das ist manchmal komisch. Wird mal angesprochen, manchmal. Öfters wird es einfach nur mal gelobt. So, Mensch, sieht schick aus oder so. Guter Stil. Oder oft wird mal gefragt, welche Zeit das darstellt. Ich sage nicht mehr 30er, 40er, ich sage jetzt immer noch 20er bis 50er. Bringt einen weniger in Erklärungsnot auf Folgefragen, weil die Leute sind alle doof. Und so weiter. Also in den meisten Fällen, also jetzt bin ich hier zu Hause unterwegs bin, sagt keiner was. Weil ich bin nicht erst seit gestern hier unterwegs. Aber wenn man jetzt mal irgendwo anders ist, wird man doch manchmal schon angesprochen. Aber es kam noch nie irgendwie was Negatives. Warum auch? Ich gehe doch auch nicht zum, zum Punker hin und sage mir, Alter, deine Hose, die kann man hinstellen, wenn du die ausziehst. Ist das? Das macht man ja nicht. Oder du siehst aus wie ein Penner. Geh dich waschen. Macht doch keiner. Wäre vielleicht angebracht. Macht man aber nicht. Zumindest als höflicher Mensch. Genau, den wir alle sind. Was ist das älteste Stück in deinem Besitz? Bei mir ist es tatsächlich ein Steinbeil aus der Steinzeit. Das habe ich mal, also so dieser Kopf vorne, den habe ich mal irgendwo gefunden. Das würde ich sagen, das ist das älteste Stück in meiner Sammlung. Das liegt zwar in irgendeiner Ramschkiste, aber älter wird es nicht mehr. Was ist das älteste Stück in deiner Sammlung? Boah. Oder in deinem Besitz? In meinem Besitz, ich würde mal sagen, es ist nichts. Also ich glaube, das älteste Stück ist quasi mein M16-Hemd. Ich fast sagen, also erster Weltkrieg. Bestimmt habe ich irgendwo irgendeine kleine eine Ikone. Ich habe irgendwo mal hier zu einer Erklärung. Geldstück. Ja, stimmt, Geldstück. 1870, 5 Reichspfennig. Habe ich tatsächlich. Das könnte so das älteste Stein sein, aber wahrscheinlich habe ich noch irgendwo irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, irgendeine hier, habe ich mal zu einer Erkennungsmarkentasche eine Ikone bekommen. Also hier ist so ein kleines Plättchen, was ein Heiliger drauf ist. Kann auch uralt sein. Ein heiligen Anhänger, ja. Ja, aber das, ich sag mal so, ich halt, das Geldstück, also aus der Kaiserzeit, ist so ziemlich das älteste, was ich jetzt bewusst habe. Also ich habe ganz viel, ganz alte Sachen. Ich habe auch, die ist aktuell noch beim Fachmann. Ich habe zum Beispiel eine Steinschlossflinte von 1812. Die liegt auch noch irgendwo rum. eine originale Völkerschlacht-Flinte, wie nennt man das? Genau, ist mir mal zugeflogen. Aber das, wo ich die Frage gesehen habe, ist mir das Steinbeil wieder eingefallen. Ich denke, älter wird's nicht. Was ist eigentlich hier in der Nähe? Ist, glaube ich, drüben im Lager. Ach so. Was ist das Älteste, das du auch im Alltag noch trägst? Ich habe tatsächlich, die habe ich aber ganz selten an. Ich hatte zu Halloween? Ach, da, wo ich mich als Geist verkleidet habe. Zu Halloween hatte ich eine Weste Ende 1800 an. Das war eine relativ alte, die war so ein bisschen abgespeckt. Aber viel älter wird es dann nicht mehr. Was hat dich veranlasst, diese Vintage-Mode zu leben? Und wie weit geht das? Hauselektronik auch zeitgemäß? Ich hatte schon immer so ein bisschen Interesse dran. Es fehlte aber das ausschlaggebende Ding, dass man es wirklich macht.
Das war dann meine Freundin, die schon einen Schritt weiter war, und zusammen hat sich das dann exponentiell. Na stimmt, so hattest du es manchmal ab und an. Ich hatte es ab und zu mal an, aber halt immer nur zu Anlässen. Ja. Wenn wir irgendwie mal eine Weihnachtsfeier gemacht haben oder und sowas, habe ich das immer mal schon getragen, aber sonst habe ich halt mich eigentlich, man kann es einfach sagen, nicht getraut, dann so mal rumzulaufen. Hatte auch jetzt nicht so viel. Ich hatte unwissentlich irgendwie im Lager ganz viel liegen und habe da aber nie so drüber nachgedacht, vielleicht mal so in dem Stil. Ich weiß noch, wo wir mal so Radtour gemacht haben oder so, hatten wir so mal ansatzweise sowas in der Richtung, haben das schon mal so ein bisschen uns angetastet. In der Wohnung hatte ich mal eine alte Ecke. Meine Küche ist zum Beispiel schon immer relativ alt eingerichtet. Zumindest 3 von 4 Wänden. Ja, aber das ist so richtig, das hat erst meine die Bekanntschaft zu meiner Freundin dann ausgelöst, dass ich sah, dass man so gesagt hat, jetzt richtig. Wir wollten das beide, uns gefällt es beiden, also wir müssen eh mal was machen, also machen wir es gleich richtig. Wie weit geht das? Das haben wir schon gesagt, also ich trage das im Alltag. Ihr seht immer im Hintergrund, wie die Wohnung aussieht. Und das geht schon ein Stück. Hauselektronik zeitgemäß. Geht ja gar nicht, weil es damals keine Elektronik gab. Ja. Das ist so auch nicht ganz richtig. Ja, aber ich muss sagen, die Hauselektronik ist überwiegend. Also ich habe in der Küche habe ich eine Ecke, die ist alt, und auf der anderen Seite ist eine stinknormale Küchenzeile. Mit allem, was in der Küche gehört. Im Bad hängt ein Föhn. Kein Alter, weil ich will noch eine Weile leben. Natürlich, also die Hauselektronik ist nicht mit abgedeckt, aber so ziemlich alles andere, möchte ich meinen. Wo lernt man Leute kennen, die auch auf alten Kram stehen, wenn man kein Instagram hat? Auf dem Flohmarkt. Also Instagram ist meiner Meinung nach eine gute Plattform, da sind viele Leute unterwegs, die kann man auch einfach anschreiben. Wenn man die Möglichkeit nicht hat und es lieber im echten Leben machen will, geht auf den Flohmarkt, quatscht mit den Händlern, quatscht mit den Leuten, die da rumlaufen, da kommt man leicht ins Gespräch und findet vielleicht mal irgendwo eine Schnittmenge, wo man es nicht vermutet. Ich kann zu dem Thema nur sagen, manche finden sogar ihre Freundin auf dem Flohmarkt. Oder lassen sich finden. Ja. Ich habe eine Frage bezüglich der Kleidung. Ich möchte anfangen, Kleidung aus den 60er bis 80er Jahren zu tragen. Hast du gute Tipps bzw. Seiten, wo man das kaufen kann? 60er bis 80er ist jetzt nicht meine Zeit, aber ich habe in einer der vorherigen Folgen haben wir eine Folge Vintage-Mode, Vintage-Klamotten, was, wie, wo, warum gemacht. Da sitze ich mit einem Conny auf dem Sofa und da erzählen mir das alles. Wo, wie, warum. Guckt die Folge, da werden alle Sachen beantwortet. Das gilt nicht nur 20er, 30er, 40er, das gilt auch für 60er bis 80er, nur dass du da deutlich mehr findest. Wird es mal ein Video über Möbel von früher, ich wollte gerade Möbel von Führer. Wird es mal ein Video über Möbel vom Führer geben? Nee, Möbel. Wenn ich welche hätte, ja. Also wird es mal ein Video von Möbel von früher. Achso, von früher. Möbel von früher stehen hier überall rum. Gibt's da ein Video? Das ist das jetzt Video. Ihr habt's gesehen. Ich denke nicht, dass... Also ja, ich kann's... Wenn die Nachfrage da ist, dass ihr wissen wollt, wo kriegt ihr alte Möbel her, dann erzähle ich euch dasselbe wie bei den alten Klamotten. eBay, Flohmarkt, Secondhand-Läden. Es müssen da jetzt aber mindestens 20 Fragen in den Kommentaren auftauchen, ehe wir das Thema behandeln. Ja, also da kann man ruhig... Da könnte ich mal was dazu sagen. Ich sehe aktuell den Bedarf nicht. Könntest du mal dein Wanderoutfit, das du oft auf deinem Instagram-Kanal zeigst, vorstellen? Ja, das könnte ich tatsächlich mal machen. Betreibst du aktiv Reenactment? Wenn ja, welche Art? Ja, ich betreibe aktiv Reenactment. Im Moment zivil. Grundsätzlich erstmal, ich mache kein Mittelalter-Reenactment oder sowas. Es ist wirklich die Zeit des Zweiten Weltkriegs und darüber hinaus, nenne ich es jetzt mal. Erster Weltkrieg mache ich zum Beispiel nicht, aber ich habe Wehrmacht, Luftwaffe, Rote Armee in diversen Waffengattungen, Panzer, Infanterie, Scharfschütze, Speer, was weiß ich.
Na, Sturmpionier. Sturmpionier, Marineinfanterist habe ich auch noch nie angehabt. dann habe ich noch diverse deutsche Sachen, Feuerlöschpolizei, DRK Mann, DRK Führer, DRK Frau, DRK Frau in allen Variationen. Das darf man gar nicht sagen. Ich habe eine passende Darstellung zu meinem Moped, so also Kraftfahrerchor, irgend so eins. ADAC. ADAC. Also ich habe echt viele Darstellungen, möchte ich meinen. Die wenigsten davon trage ich wirklich mal irgendwo. Ich habe gerade schon Tenno im Auge. Ich denke, ich muss noch Tenno machen. Tenno? Technische Nothilfe. Das ist THW von früher. Luftschutzhelfer hast du vergessen. Luftschutzhelfer habe ich auch schon gemacht. Oh Gott, ja je. Was hast du denn alles? Ja, eigentlich auch nur so Richtung Zweiter Weltkrieg. Also zivil habe ich auch, sage ich mal, so zwei Outfits habe ich zivil, würde ich mal sagen. Denn nun mal hier meine Unteroffiziersdarstellung in der Infanterie, Panzer. Und dann auch Rotarmee habe ich eben ja normalen Krasnoarmer jetzt, also Rotarmisten und ja Panzer. DRK habe ich und das war es, glaube ich, so größtenteils. Also ich habe mich tatsächlich meistens wirklich inhaltlich spezialisiert. Also auch wirklich in das Fachgebiet reingelesen. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so eine große Variation. Und natürlich moderner Partisan. Ja, deshalb seit so einem Weltkrieg und darüber hinaus. Ich würde locker auch eine NVA-Darstellung zusammenkriegen. Ich hätte alles da, bin ich mir absolut sicher. Ich habe schon mal 80er Jahre Russe gemacht. Wir haben eine super Tschernarus-Darstellung. Ich habe eine echt gute Bundeswehr-Darstellung. Aber die Tschernarus-Darstellung ist, denke ich, schon wieder Cosplay. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich Cosplay, weil das gibt's ja nicht in echt. Ich denke, würde ich im Westen wohnen, da wo es mein Bruder hin verschlagen hat, Baden-Württemberg unten, würde ich gerne römischen Legionär machen. Das würde mich echt reizen, aber da es bei uns hier überhaupt wenig Bezug gibt, mach ich's nicht. Und das ist so viel Schrott, der rumsteht wieder. Ich habe auch super Fallout-Cosplays mit Power-Rüstung und sowas. Stimmt. Das ist ja Pre-Enactment. Das stellt ja zukünftige Ereignisse dar. Wie kam die Freundschaft mit Ufz Hanshol zustande? Wie macht ein Schwein... Wer ist das? Wie macht ein Schwein, wenn es gegen die Wand läuft? Ufz. Ufz. Wir haben das ganz am Anfang schon mal ganz kurz angeschnitten, die Stefan-Gruppe. Genau, ich würde es mal einfach kurz erzählen. Es begab sich im Jahr 2010, Anfang 2010, also 2009 bist du zur Stefan-Gruppe gekommen. Stimmt, ich war ein Treffen eher schon dabei. Genau. Und ich bin dann ein Treffen später dazu gekommen, aufgrund meines besten Kumpels, der auch eingetreten ist. Und da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Ne? Und da waren wir ja dann noch zwei weitere Treffen. Hatten eigentlich nie direkt jetzt was miteinander zu tun, aber wir haben gesagt, so wie es dort bei Stefan läuft, läuft es nicht so, wie wir das machen wollen. Es war ein gutes Einstiegsding, aber wir haben schnell gemerkt, dass wir mehr wollten. Genau, also. Genau. Als eigene Reenactment-Gruppe hatten wir einen deutschen Teil, einen russischen Teil. Olak hat beides gemacht. Hauptsächlich erstmal Russen, weil wir immer so die Idee hatten, ja, wir wollen auch was machen auf unseren Treffen. Wir haben interne Treffen veranstaltet, wirklich so Lagetreffen nannt man das, wo man einfach so kleine Gefechtslagen durchgespielt hat. Ja, wir haben unsere Ausbildungstreffen gemacht, da habe ich meistens dann bei den Deutschen mitgemacht. Und wenn wir so Lagetreffen hatten, wo wir, man würde sagen, Krieg gespielt haben, dann haben wir immer Russen gemacht, einfach damit es einen Gegner gibt, dass man nicht auf unsichtbare... Genau. Feinde schießt und da kann man, als Russe kann man immer viel Quatsch machen. Richtig. Und letztendlich zwangsläufig hat man dann auch mitbekommen, dass er Filme macht. Das waren damals auch weit gestreute Themen eigentlich. Also hier zum Beispiel, du hast hier so Musikvideos gemacht. Bunkeratzen. Ach du Scheiße. Genau. Und da habe ich schon auch, viel Quatsch gemacht. Da habe ich auch das erste Mal meine Frau gesehen und dachte, Mensch, die sieht toll aus, die brauchst du. Und so ist es dann auch gekommen. Urlike. Schicksal. Genau. genau. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Ja, und die Freundschaft, wenn man es mal ernsthaft nimmt, die Freundschaft war natürlich nicht gleich da. Man hatte die gleiche Interessenslage und man hat sich Hallo gesagt. Ne, und das kam dann halt so mit den Filmdrehs und dass man halt viele Hobbys teilt. Und ja. Und jetzt sitzt du hier wie ein Plebs. Welche Reenactment-Shops würdest du empfehlen für qualitative und auch im Alltag tragbare Kleidung?
ich würde das mal aufteilen. Zum Thema im Alltag tragbare Kleidung haben wir in dem Vintage-Klamotten-Video was gesagt. Welche Reenactment-Shops würden wir grundsätzlich empfehlen? Alle und keine. Alle und keine. Es ist ganz, kommt ganz davon abhängig, was man sucht. Richtig. Und kein Händler bietet nur gute Sachen. Ja. Ich finde vom äußeren Eindruck, dass Nestoff ein ganz gutes Gesamtangebot hat. Ja. Zum Beispiel, weil die auch ein Lederzeug zum Beispiel. Lederzeug, gutes Zeug dabei haben und so ein bisschen. Man kann dort, glaube ich, auch höher qualitative Sachen kaufen, die dann immer ein bisschen teurer sind. Also zum Beispiel Nestor verkauft Garvin-Sachen. Garvin, das ist so ein Händler aus Hongkong, ne? Und da finde ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Also die Uniformen sind nicht perfekt, aber sie haben eine sehr gute Preis-Leistung. Und sie haben in etwa die Qualität, die die Sachen damals auch hatten. Also an was ich auch empfehlen kann, ist Schuster. Schusters.ru oder sowas. Das ist, die sitzen, glaube ich, in Weißrussland. Könnte gerade ein bisschen problematisch sein, aber die haben zum Beispiel unsere ganzen DRK-Sachen gemacht, die Männersachen. Die hatten die nicht im Sortiment, die haben wir auf Zuruf anfertigen lassen. Für einen Preis, wo man es bei uns nie gekriegt hätte. Solche Sachen. Also man muss das immer abhängig machen davon, was will man darstellen, was brauche ich dafür. Wichtig ist, dass man vorher ganz genau weiß, was man machen will, richtig, dass man keinen Schrott kauft. Und dann die sich beraten lassen von Leuten, die Ahnung haben. Und dann kauft ihr dort, wo die Leute, die Ahnung haben, euch sagen, wo ihr es kaufen sollt, dort kauft es dann. Ja, auch wenn die Sachen eventuell das Doppelte kosten, aber wer billig kauft, kauft zweimal. So ist es nun mal. Hat sich immer wieder bewahrheitet. Wichtig ist, lasst euch beraten von Leuten, die Ahnung haben. Nicht von Leuten, die sagen, sie haben Ahnung. Richtig. Sie müssen auch welche haben. Und man sollte sich, wenn man zum Beispiel ganz einfach einen Infanteristen darstellen will, des deutschen Heeres 1945 oder sowas, guckt euch Bilder an. Es wurden Milliarden geschossen. Guckt euch Bilder an. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich denke, das ist für jede Darstellung, egal was man darstellen will, guckt euch Bilder an. Ja, es gibt die ganzen Bilder, guckt euch da an, wie die aussehen und dann überlegt ihr euch, was sind das für eine Sachen, die die eigentlich dort anhaben. Ich denke, was noch ein Fehler ist, was viele machen, sie gucken sich Reenactment-Bilder an. Das stimmt. Das dürft ihr nicht machen, weil es ist viel Schrott unterwegs. Mhm. Es gibt auch sehr gute, also, aber das kann man natürlich, wenn man keine Ahnung hat, schlecht differenzieren. Sind die Sachen, in Klammern Repro-Tuniken und Helme, von Epic Militaria zu gebrauchen? Nein. Meiner Meinung nach nein. Ganz einfach aus dem Grund, ich bin der Meinung, das ist nichts Besonderes, was es dort gibt, aber die sitzen in England, was es erheblich teurer macht, wenn man dort bestellt. Ja. Außerdem senden die keine Effekte mehr nach Deutschland. Und man darf bei denen nicht mehr mit PayPal bezahlen, sobald irgendwas Komisches dabei ist. Und ich habe dort einmal probiert, was zu bestellen. Es war ein riesen Hickhack und ich mache es nie wieder. Macht ihr noch ein Video über Abzeichen? Ja. Kommt mal ein Video über historische Luftpistolen und Gewehre. Willst du? Eher nicht. Ich sehe es jetzt noch nicht passieren. Wir können vielleicht mal aus Spaß Luftgewehr schießen und uns dabei filmen. Und dann das auswerten, wie scheiße die sind. Ja. Oder sowas. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung davon. Ich auch nicht. Wie groß ist eigentlich eure Sammlung an altem Kram? Wie viele Warenhäuser braucht man dafür oder reichen Keller und Gartenhaus aus, um den ganzen Schrott unterzubringen? Nein, Keller und Gartenhaus reichen nicht aus. Also bei mir schon, aber ihm nicht. Ich zeige euch mal, wo das ganze Zeug steht. Hier ist alles voll. Hier ist auch alles voll. Hier ist natürlich das ganze Kleinzeug. Hier ist sowieso alles voll. Und der Rest ist in diesem top aufgeräumten Lager. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja, habt das mal gesehen. Es ist voll. Wie bist du darauf gekommen, dich so für das DRK zu interessieren? Weil ich ein scheiß Reenactment-Hipster bin. ich sag's wie es ist. Ich bin angetan von Darstellungen, die niemand macht. Wir hatten damals die Schwester Inge. Grüße gehen raus. Die hat bei uns angefangen als Helferin und als Schwester das zu machen. Die war der Erste in unserer Gruppe, ja, tatsächlich. Und über sie habe ich dann einen anderen Bekannten aus Dresden kennengelernt. Grüße gehen raus. Und wir haben uns da sehr gut unterhalten und er hatte eine selbstgebastelte DRK-Darstellung. Er hat auch Ahnung ohne Ende. Er hat eine deutlich größere DRK-Sammlung als ich und eine sehr, sehr gute.
Und wir haben uns da gut über das Thema unterhalten und da hat er mich so ein bisschen angefixt und darüber bin ich auf die Darstellung gekommen und dann natürlich auch zum Sammeln. Und jetzt stehen wir da und haben überall den Scheiß stehen. Ab wann ist ein Sammlungsstück nicht mehr verwendbar? Sei es Kleidung, was Mechanisches oder Elektronisches, eine Schrottkarre für Postapokalypse-Filme. Wenn was kaputt geht, bastelt ihr dann erstmal dran rum? Und wenn ja, ab wann ist der Punkt erreicht, wo Basteln nichts mehr bringt und man sich von dem Objekt lieber trennt? Also, ich kann ja kurz was zu sagen, ich kann ja eine kürzere Antwort geben, weil die Frage bezieht sich ja nicht direkt auf mich. Wenn, für mich müssen Dinge funktionieren mit der gleichen mit einer ähnlichen Intensität, wie sie auch damals benutzt wurden. Und wenn sie das nicht mehr können, dann kaufe ich mir was anderes. Meine Antwort wird länger. Hab ich mir schon gedacht. Da explizit Postapokalypse-Filme gefragt waren, dort gibt es kein Ende, wie lange Sachen benutzt werden können. Seht euch die Uniform vom Oberspasten an. Ja, also das Top-Beispiel ist wirklich das Kostüm vom Oberspast selber. Das Ding ist schon so oft, dieses blaue Hemd, was der drüber hat, das ist so, schon so oft massivst eingerissen, wurde wieder zugenäht, wieder gerissen, zugenäht, neben der Naht wieder gerissen, wieder zugenäht. Mittlerweile ist es, glaube ich, einfach nur noch offen. Die Handschuhe, die bestehen nur noch so aus so das einzelnen Stofffetzen. Das waren mal geschlossene, fingerlose Handschuhe. Ja. Es waren mal Handschuhe mit Fingern, durch die Finger abgeschnitten hat und deshalb zerfallen die auch. Also, gerade was Endzeit angeht, kann man das natürlich rauszögern bis zum geht nicht mehr. Und wenn irgendwas auseinanderfliegt, wird was Neues draus gebaut. Ich habe natürlich, da ich viel selber baue an Requisiten, habe ich Kisten nur mit Ersatzteilen, mit irgendwelchen Lederriemenstückchen, womit ich, wenn man jetzt hier auf Zweiter Weltkrieg geht, wenn man so einen Y-Riemen reißt, wenn man so ein originaler Y-Riemen, den wir als Filmrequisite benutzen, reißt, da wird halt ein Stück reingenietet und dann hält er nochmal zwei Drehs. Also, ja, gut. Da geht schon was, denke ich. Ich habe aber auch schon tatsächlich Sachen weggeschmissen. So schlimm wie es klingt, es tut weh, aber manchmal muss man es doch machen, sonst erstickt man im Keim. Mit welchen Kraftfahrzeugen bewegt sich ein Urlaub vor Ort? Ich habe so ein Gefühl, du wärst ein Trabi-Kandidat. Ich will nicht sagen, Trabis finde ich nicht so cool. Trabis sind cool. Nicht alle Leute, die Trabis fahren, sind cool. Ja. Grüße gehen raus. Nee, also ich bin tatsächlich, wie wurde es genannt, ein Trabi-Kandidat. Ich bin tatsächlich kein Trabi-Kandidat. Ich denke, wenn ich so einen alten, noch so einen rundgelutschten... So einen P50. Wenn mir den einer schenken würde, würde ich den fahren. ansonsten... Vielleicht damit. Vielleicht aber auch mit dem hier. Oder der hier. Bei mir muss ein Fahrzeug Hinterradantrieb haben. Haben das nicht nur BMWs? Nicht nur BMWs. Okay. Aber du fährst nur BMWs. Weil ich mir Porsche nicht leisten kann. Wann kommt das Undercover-Video über Hermes raus? Ich habe mich tatsächlich ein bisschen dunkel angemalt und mit einem Bart dort eingeschlichen. Ich habe mich einstellen lassen als Paketbote. Ich musste faken, dass ich kein Deutsch spreche. Ja, und der ist gerade bei der Auslieferung. Keine Ahnung, was ist das für eine Frage, Mann? Was arbeitet ihr, dass ihr euch den ganzen Ramsch leisten könnt? Wer sagt denn, dass wir dafür bezahlen? Woher bezieht Hans Holz sein Fachwissen? Internet und Leute. Also grundsätzlich, vielleicht wirkt es für einige, dass ich ein großes Fachwissen habe. Aber er kann nur gut reden. Ja, wenn du meinst. Nee, es gibt... durch das Reenactment kommt man mit sehr vielen Leuten in Kontakt und wenn man da zuhört, dann kann man sich sehr viel Wissen mitnehmen. Was ich präsentiere eigentlich, ist wirklich nur die oberste Kruste des Wissens, was hinter diesen einzelnen Gegenständen und so weiter sitzt. Es gibt immer Leute, die deutlichst mehr wissen von diesen ganzen Einzelheiten. Zum Beispiel, du hast dein DRK-Kumpel mit seiner Sammlung gesagt, der hat, die haben ja, sind ja so ein Sammelkreisel.
dort und da gibt es einen, der weiß gefühlt alles über Feldflaschen. Und wo ich sage, naja, man kann so halbwegs unterscheiden zwischen einer Frühkriegsfeldflasche, Mittelkriegsfeldflasche und Spätkriegsfeldflasche. Gibt noch Milliarden Variationen dazwischen. Ich denke auch, es gibt für alles richtige Fachleute, die einfach sich eingehend mit dem Thema beschäftigen. Du hast dich eben mit diversen Themen auch eingehend beschäftigt. Genau, weil ich keinen Scheiß kaufen will. Ja, und mein Ziel ist es, für thematische, informative Videos die Leute zu holen, die davon Ahnung haben, dass ich nicht irgendwelchen Müll stammle, wovon ich nichts weiß. Nicht so wie bei anderen Kanälen. Was? Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone? Pfirsich ist ja die richtige. Na klar, Pfirsich, also Zitrone. Welches ist euer liebstes Fallout-Spiel? Darauf gibt es genauso wie auf die Eistee-Frage nur eine Antwort und das ist Fallout New Vegas. Es ist die Qualität von vorgestern in der Grafik von gestern. Würde ich tatsächlich auch sagen, ich habe ja 3 und 4 gespielt und Fallout 76 und New Vegas bietet die meiste Tiefe. Wo kommst du eigentlich her? Also wo und wie aufgewachsen? Ich komme von hier und ich bin auch hier aufgewachsen. Also nicht hier, sondern 2 Straßen weiter. Dunkeldeutschland, würde man sagen. Nee, ich komme aus dem Herzen Sachsens. Möchte ich so meinen, und du kommst irgendwo aus Brandenburg, so kurz vor der polnischen Grenze. Randpolen. Was machst du eigentlich privat? Solche Videos hier. Und alles andere, was wir jetzt so erzählt haben, die letzten... Wann kommt ein Rundgang in Anwesen des Herrn von und zu Orlak? Den müssen wir nicht machen, weil ich jedes Mal einen anderen Hintergrund wähle. Und wenn man alle Videos gesehen hat, dann hat man auch alles gesehen. Wann wirst du Vater? Wenn ich die Frage für mich mal beantworten darf. Ich bin es bereits. Bei mir dauert es noch ein kleines bisschen. Auch nicht mehr lange. Weißt du schon, welches Geschlecht? Mädchen. Dasselbe. Aber die werden sich dann 1A anzicken immer. Toll. Gut, das waren tatsächlich alle Fragen. Wir bedanken uns fürs Zugucken. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, Pech. Es war genug Zeit, welche zu stellen. Ansonsten könnt ihr einen dummen Kommentar hier drunter ablassen. Ich werde ihn mit einem Herz markieren, wie immer. Und wir werden die Fragen alle im nächsten Jahr nochmal beantworten. Und wir gehen jetzt so...